Adrian Trunz, heute Abend das Spiel gegen Dänen. Eine Mannschaft, die man nicht so hoch eingeschätzt hat, oder? Ja gut, die sind immerhin dänische Meister, oder? Das ist immer ein bisschen gefährlich. Wir sind in der Vorbereitung und ich denke, wir haben heute gesehen, dass auch in anderen Ligen gutes Hockey können spielen. Habt ihr sich ein bisschen unterschätzt am Anfang? Man hat das Gefühl, ihr seid nicht mit 100% dabei gewesen. Nein, ich denke es nicht. Ich meine, es ist eine Mannschaft, die man nicht kennt. Und wir wissen, dass, wie gesagt, dass auch in anderen Ligen können Hockey spielen können. Manchmal läuft das Spiel so. Und sicher nicht unser bester Match gewesen, aber zum Glück sind wir immer in der Vorbereitung. Aber was habt ihr speziell geschafft heute Abend? Habt ihr ein spezielles Thema gesagt, und gesagt, an dem wollen wir jetzt besonders Aufmerksamkeit schenken? Gut, schon im letzten Spiel gegen Kloten haben wir gesehen, dass wir einen Haufen Sachen müssen und können verbessern. Und von dem her sind wir immer noch in dem Lernprozess drin. Und gewisse Sachen haben heute besser geklappt und gewisse Sachen haben sicher weniger gut geklappt. Jetzt haben wir das Publikum angeschaut heute Abend. Das war ein Heimspiel für euch, oder? Ja, ist unglaublich. Ich glaube, vor 3 Jahren waren wir in Ungarn und es waren genau gleich viele andere Fans dabei. Und das ist natürlich einmalig. Jetzt sind ihr 2 Tage hier in Bietigheim. Habt ihr eine Gelegenheit, das Dörfli noch ein bisschen anzuschauen? Ja, das wird knapp. Oder morgen spielen wir, glaube ich, jetzt um 2 schon wieder und es wird vermutlich knapp. Ja. Welchen Gegner hättest du lieber morgen? Das Heimteam oder das französische Team? Ja, lieber würden wir gegen den stärkeren Gegner spielen. Schwierig zu sagen, wer es ist. Vermutlich sind es eher die Deutschen. Und wäre natürlich sowieso schöner gegen die Heimmannschaft können spielen. Jetzt auf dich persönlich bezogen, wie läuft deine persönliche Saisonvorbereitung? Ja, ich denke, wie die ganze Mannschaft sind ein Haufen Sachen, die besser werden können. Aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit und dann hoffe ich, dass das noch kommt.